Weltspartag in der Kärntner Sparkasse. Was die Kleinen heute begeistert feiern, verbinden die Großen mit zahlreichen Erinnerungen. Ja, das ist fast etwas an Nostalgie natürlich. Weltspartag soll den Spargedanken natürlich fördern. Ist eine Institution in Österreich. Jedes Kind weiß, was der Weltspartag ist. Man sieht es auch heute hier wieder in der Sparkasse, die Angebote für die Kinder auch, um die Kinder auch in die Banken zu bringen, als künftige Kunden sie heranzuführen. Ja, das war natürlich immer interessant. Ich bin immer gefreut drauf. Man hat natürlich auch die Kindergeschenke bekommen, auf die hat man sich auch gefreut. Und dann hat man schon versucht, eine Zeit lang auch zu sparen, nur irgendwann einmal hat man das Geld dann wieder ausgegeben, das ist klar. Aber man soll für etwas sparen, dass man sich dann auch etwas leisten kann. Dieser Sparefonds, es war meine erste Zeichnung, in der ersten Klasse Volksschule einen Sparefonds zu zeichnen. Ich habe ihn nicht zusammengekriegt, mein damals noch lebender Vater hat ihn gezeichnet und hat einen Zweier bekommen, was zu einem unversöhnlichen Bruch mit meiner damaligen Volksschullehrerin geführt hat. Der Spaß hat aber einen ernsten Hintergrund. Ich glaube, für Kinder soll es das bedeuten, dass wir ihnen einmal eine Bank näher bringen, dass sie mal verstehen, was ist das überhaupt. Bei uns dürfen sie das Gold angreifen, unten im Safe, ein bisschen schauen, wie es zugeht. Aber sie vorbereiten auf ihr Geldleben, das sie ja dann als Erwachsene auch führen müssen. Also wir haben hier ein Konto, wo man, was vor allem mit 3% Verzinst ist, was glaube ich ein sehr guter Zinssatz ist für Kinder. Und vor allem man hat eine Kontonummer, die man dann bekommt und die kann man auch sein Leben lang auch mitnehmen, für Girokonto und so weiter. Also man kann sich eine Kontonummer dann das ganze Leben lang merken.